70. Deutschen Casemod-Meisterschaft. Was ist Casemodding? Casemodding ist die Kunst, aus einem Computer etwas ganz Besonderes zu machen. Und wir haben hier die Elite der Welt zu Gast. Also es heißt zwar Deutsche Casemod-Meisterschaft, aber tatsächlich ist es die internationale Casemod-Meisterschaft. Über die Jahre, über die 20 Jahre, haben sich immer mehr aus dem Ausland angemeldet. Die weiteste Anreise ist 9000 Kilometer. Aus Taipei haben wir hier einen Teilnehmer, aber aus anderen Ländern kommen die Profis zu uns. Ja, also Casemodding, was ist genau Casemodding? Wir haben eine Symbiose von handwerklichem Geschick, von Kreativität und von technischem Know-how, was man braucht, um das zu kreieren, was die Casemodder hier geschafft haben über die Tage. Wir haben 6000 Arbeitsstunden hier auf der DCMM-Fläche, die da verteilt stehen auf die Cases. Im Durchschnitt sind es 266 Stunden, die investiert worden sind. Es geht dabei nicht um die Performance der Hardware, sondern es geht um die Kreativität und das Geschick, die Optik, das Konzept, was gebaut worden ist. Also dafür bitte einmal einen Applaus für die Casemodder, die hier sitzen. Die Casemod-Meisterschaft, wie wir seit 20 Jahren sie machen und hier unser Jubiläum feiern, die war schon immer ein Sprungbrett für junge Designtalente. Und ich finde es besonders toll zu sagen, dass fast die Hälfte derer, die hier sitzen, mittlerweile einen Beruf draus gemacht haben. Und wir werden auch einige hier auf der Bühne gleich begrüßen, die nicht zu Unrecht das als Beruf betreiben, weil sie nämlich hier ordentlich abgeräumt haben. Also dafür ist es wunderbar zu sehen, dass wir über die 20 Jahre auch letztendlich berufliche Existenzen mit Casemodding beschreiten konnten. Ja, wir haben letzten Endes hier auf der Kaktus sein dürfen. Dafür herzlichen Dank an die Kaktus, an das Team der Kaktus und auch gestern, wer dabei war. Wir hatten die Red Bull Standparty, insofern auch an Red Bull einen herzlichen Dank. Ich möchte jetzt gerne einmal die Kollegen von der Jury auf die Bühne bitten, denn es ist ja nicht so, dass die Gewinner gewürfelt werden. Wir haben hier die Juroren. Das sind einmal der Christopher Dilling. Hat die Seite Case-Umbau betrieben, Stefan Ringbeck von WeModded und Bernd Schubert von ModdingTech. Ja, was sind die Kategorien, die wir haben? Die stellen wir gleich einmal vor, aber bevor wir dazu im Detail kommen, einmal mal die Frage, 20 Jahre machen wir es jetzt schon, da haben wir doch eigentlich alles schon gesehen, oder? Meint man immer, aber man wird jedes Jahr doch eines Besseren belehrt. Irgendwo kommt dann doch noch einer daher. Man denkt, ach ja, der eine hat sein Schweißgerät schon mitgebracht. Diesmal bringt er Beton mit. Ne? Also jedes Jahr was Neues. Wir werden immer überrascht, ja. Ja, ja, und wonach bewertet ihr eigentlich die Casemods? Also die ganzen Projekte werden bewertet nach verschiedenen Kategorien. Also natürlich Optik, Kreativität ist immer wichtig, auch Elektronik. Und dann natürlich auch zum Beispiel, was wurde jetzt handwerklich gemacht und auch was wird zum Beispiel jetzt mit Hilfe von 3D-Druckern oder CNC gemacht. Einfach, dass man so die verschiedenen Kategorien auch abgreifen kann, die es jetzt aktuell in den ganzen Projekten gibt. Okay, und wenn ihr jetzt, jeder hat seinen persönlichen Geschmack so, also wenn einer Holz mag, findet er vielleicht einen Holzcase toll, denke ich mir jetzt mal so als Außenstehender. Aber was ist denn, wenn Holz nicht dein Geschmack ist und du hast einen Holzcase vor dir, Bernd? Hat das irgendeinen Einfluss auf die Bewertung? Ja, ich meine, es ist natürlich schon so, dass sich jeder von dem einen oder anderen Case mehr oder weniger angesprochen fühlt, ganz persönlich, ist klar, aber für die Bewertung hat es natürlich keinen Einfluss. Dafür haben wir ja genau das System, was der Ringo gerade erklärt hatte. Mhm. Und dadurch können wir das auch wirklich objektiv und fair bewerten. Genau, darauf kommt es an. Also wir haben eine Jury, die völlig unabhängig ist, die das macht aus Leidenschaft auch an der Thematik. Es sind keine Sponsoren, die in irgendeiner Weise Einfluss nehmen können. Wir als Orga-Team, auch die Crew hinter den Kulissen, hat ab da, wo die Jury bestimmt ist, überhaupt keinen Einfluss mehr auf die Ergebnisse. Ihr seid da völlig autark und das macht es auch aus über die ganzen Jahre, so wie wir es gehört haben, das Meisterschaftsdenken ist wirklich Meisterschaft und nicht, wer hat am meisten Geld oder Kontakte, der Beste möge gewinnen. Und so schauen wir jetzt mal, wer da gewonnen hat. Wir gehen zu der ersten Kategorie. Die erste Kategorie heißt CE-Mod. Und Christopher, vielleicht kannst du einmal erklären, was es mit CE-Mods auf sich hat. Ja, CE steht für Consumer Electronics. Und es ist halt ein Haushaltsgerät, könnte man sagen. Also der eine sagt hier, ich habe eine Kaffeemaschine, da baue ich jetzt irgendwie, die baue ich um. Oder ein Internetradio. Mhm. Das ist es halt eigentlich im Grunde. Ja, dann schauen wir doch mal, wer da gewonnen hat. Jetzt ist die Regie gefragt, zu wechseln auf die
unsere Siegerpräsentation. Sind wir schon drauf? Perfekt. Ja, wunderbar. Also, schauen wir mal, wer hat den, also übrigens noch zu der Kategorie, ist eine sehr kleine Kategorie. Wir haben hier zwei Teilnehmer, die sich qualifizieren konnten. Deswegen nicht wundern, dass es keinen dritten Platz gibt. Also, schauen wir direkt mal zum zweiten Platz. Wer hat den zweiten Platz in der Kategorie CE-Mod abgeräumt? Mark Edden Giffens. Herzlichen Glückwunsch, kommt zu uns auf die Bühne. Ja, das Case-Mod-Erleben scheint hart zu sein, wie man am Gang erkennen kann. Herzlichen Glückwunsch. Marc, erzähl doch mal kurz, was du da gebaut hast. Gut, das sind eigentlich schon auf dem Schrott gelegene Aktivlautsprecher, eine ziemlich gebrauchte Motorradbatterie, ein paar alte Kühlschrank- oder Schrankgriffe und Holzplatten. Und das ist jetzt ein Bluetooth-Lautsprecher. Sehr cool. Also das Thema Upcycling ist ein wunderbares Beispiel dafür. Es kostet nicht viel Geld, Case-Modder zu sein. Man kann aus Abfall auch Geld machen letzten Endes mit diesem Upcycling. Ja, wunderbar. Dann schauen wir mal, wer auf Platz 1 ist. Ali Abbas, ich glaube, den hatten wir auch schon mal die Vorjahre auf der Bühne. Kommt zu uns. Ja, herzlichen Glückwunsch, Ali. Ja, dann reißen wir den Pokal hoch Richtung Kamera. Ali, ein paar Worte zu deinem CE-Mod. Was ist das genau? Ja, well, ein Case-Modder braucht gewisse Werkzeuge und ein wichtiger davon ist ein Power Supply Unit, womit man 12 Volt, 5 Volt und 3 Volt eventuell testen kann. Vor allem die Ulrichs brauchen das sehr oft, genau, für Star Wars. Und ja, da habe ich aus einem alten AT-Netzteil einfach eins selber gebaut, ja. In Edel-Walnuss-Holz, warum nicht? Ja. Ja, da steht er und wurde tatsächlich heute sehr oft getestet. Also ja, cool. In den letzten 3 Tage, ja. Ja, cool. Ja, dann kommen wir mal zum Siegerfoto in die Mitte. Du gehst da hin, dann machen wir es so. So, einmal die Pokal hochreichen. Wo ist... Ja, wir haben eine Kategorie weniger. Wo ist denn unser René? Einmal die Hand heben. René, kannst du in die Mitte gehen? Dann hast du, glaube ich, eine gute Einsicht. Geh gerne noch ein paar Stufen höher, dann hast du noch eine bessere. Ja, du, die andere Kamera ist oben. Da haben wir auch einen Gast hier auf der Bühne. Du hast 2 Gäste. Nee, die gehören nicht zu uns. So, haben wir die Fotos im Kasten? Wunderbar, Daumen ist oben. Ja, besten Dank. Dann können wir weitermachen mit der nächsten Kategorie. Da geht's. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart und uns beehrt habt mit eurer Anwesenheit. Schmeckt bestimmt gut, was ihr da drin habt. Ja, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Das Thema heißt Live-Modding. Und da schauen wir doch mal, wer uns da was zu sagen kann. Vielleicht der Stefan. Was war hier genau beim Live-Modding los? Also beim Live-Modding ging es darum, ein Standard-Computergehäuse umzubauen und es in einer limitierten Zeit und da quasi möglichst kreative Sachen zu bauen. Und ich denke, es sind auch dieses Jahr wieder sehr kreative Lösungen und sehr schöne Projekte und PCs bei rausgekommen. Ja, dann schauen wir mal, wer hier abgeräumt hat. Sind denn alle rechtzeitig fertig geworden? Ja, es war dieses Jahr schon sehr, sehr, sehr knapp. Die Schweißperlen standen auf der Stirn. Das war wirklich so mit wehenden Fahnen. Ja, so muss das sein. Das gehört dazu zum Thema Live-Modding. Ja, wunderbar. Dann schauen wir doch mal. Also ich habe hier auf meinem Zettel noch gar nichts stehen. Ich weiß überhaupt nicht, wer gewonnen hat. Das war jetzt nur diese Präsentation. Übrigens, so sah das Case aus, was wir den Teams bereitgestellt haben. Also ein völliges 0815, frei von Kreativität-Gehäuse, ab jeglicher
Die Dynamik ist hier abwesend, sieht total langweilig aus. Schauen wir mal, was daraus geworden ist. Kommen wir mal zu den Plätzen. Wer ist auf Platz 3? Mark Allen Giffens mit seiner Frau, die hier gemeinsam gemoddet haben. Und das ist eine ganz große Premiere, weil wir hatten nach meiner Erinnerung in den 20 Jahren noch nie den Fall, dass ein Ehepaar angetreten ist. Doch, war schon mal? Ihr beide wart? Ja, okay, dann das zweite Mal, sorry. Da haben wir das zweite Ehepaar. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Marc. Ja, dann kommt in die Mitte und da wartet ein Pokal auf euch. So, einmal den Pokal hoch in die Höhe strecken und wieder in die Kamera. Wunderbar, dann kommen wir zum nächsten Platz, Platz 2. Wer hat es auf den zweiten Platz geschafft? George Kehler und Simon Krause. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Ja, streckt den Pokal einmal in die Höhe gerne und dann wollen wir mal hören, was ihr da für ein Konzept habt. Aber erstmal in die Kamera. Da oben ist er. Unser. Genau, einfach mal in die Richtung. So, dann schauen wir mal, was habt ihr denn da genau gebaut? Also man sieht ja jetzt leider nicht so viel, aber ihr könnt das ja mal erklären, was das geworden ist. Also aus diesem 0815 Case, was wir da gerade gezeigt haben, was daraus geworden ist. Das hätte oder soll ein HT-PC sein, also etwas fürs Wohnzimmer, sehr schlicht, elegant. Mhm. Soll es sein, hohen Anspruch, also hoher Schwierigkeitsgrad haben wir gewählt. Da sind gebogene Heatpipes zum Beispiel, also komplett Passivkühlung. In den 20, 18 Stunden oder was es waren, dann eine eigene entwickelte Elektronik, die da auch für sorgt, dass der Rechner komplett passiv laufen kann, obwohl da ein Lüfter drin ist, der für das Netzteil benötigt wird. Also beim Start geht es kurz an. Und um dieses ganze Konzept ist das dann herumgebaut. Oh, vorne ist eine furnierte Front und auch da ist das Thema Upcycling ganz groß. Bis auf diese runden Taster, die da vorne drin sind und ein paar Kleinteile wie Schräubchen oder so, die aus waren, ist davon nichts für das 24-Stunden-Live-Modding gekauft. Genau, alles wiederverwertet und ja, genau. Und ja, leider cool. Nicht ganz fertig geworden, aber... Ja, das gehört dazu, ne? Aber sieht ja gut aus. Hat ja den zweiten Platz auf jeden Fall gereicht. Dann schauen wir mal, wer den ersten Platz belegt hat. Die Überraschung ist wahrscheinlich nicht ganz so groß, weil wir hatten tatsächlich 3 Teams. Man könnte sich überlegen, wer könnte das dritte Team sein, weil es auf Platz 1 ist. Insofern... Herzlich willkommen auf der Bühne Henning und Matthias und herzlichen Glückwunsch auch gleichzeitig. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also die haben hier die letzten 3 Messetage gebohrt, gefräst, geschraubt. Geflext. Es sind auch schon mal beim Live-Modding Fingerkuppen abhanden gekommen. Also es ist immer ein riskanter Job hier, das Live-Modding, weil man unter Zeitdruck steht. Aber von den Teilnehmern hier ist diesmal glücklicherweise nichts passiert. Ja, jetzt ist natürlich wichtig, dass die Sieger in die Mitte kommen. Kommt ihr mal in die Mitte als Sieger? Genau, und jetzt haben wir wieder das obligatorische Pokal-Hochreck-Foto. Auf 12 Uhr ist unser Fotograf. Wir wollen noch einmal hören, was ihr da an Konzept umgesetzt habt. Ja, eigentlich ist das ein Gewächshaus, ein digitales, mit Bewässerungssystem, UV-Lampen, Feuchtigkeitssensoren, alles über ein Touchpanel gesteuert.
Ja, und Matze und ich haben gedacht, so nach 20 Jahren DCMM könnte man dann auch mal wieder Live-Modding betreiben. Und Matze meint so, ey, so willst du richtig einen reinbetonieren? Und ich so, ja, nur wenn du dir richtig einen reinlötest. Ja. Und dann haben wir angefangen zu betonieren und zu löten. Ja, ihr habt ja mit Beton hier gearbeitet, was wir so im Live-Modding noch nie hatten. Und das Ganze kann man sich auch anschauen bei uns am Stand. Ist fasziniert, super verarbeitet. Also herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Mod. Okay, dann können wir weitermachen mit der nächsten Kategorie. Ich würde euch einmal von der Bühne bitten, vielleicht sieht man sich gleich nochmal wieder. Kommen wir zu der Kategorie Computer Aided Modding oder CAM abgekürzt. Da kann uns der Bernd ein bisschen was zu sagen. Was hat es damit auf sich, Bernd? In der CAM-Kategorie geht es also darum, dass man vor allem bewertet Teile, die maschinell hergestellt wurden, das heißt entweder mit einem 3D-Drucker oder mit einer CNC-Maschine, und dass das eben speziell unabhängig von den anderen Kategorien nochmal bewertet wird. Und historisch gesehen war ja das Thema mit 3D-Druck jetzt nicht so gern gesehen früher, weil ja nicht mit der Hand gearbeitet, da war offensichtlich mal ein Umdenken dann erfolgt, oder? Ja, natürlich. Also ich meine, diese Techniken, die kommen natürlich, also sind ja schon sehr lange sehr gängig. Mhm. Und da muss man natürlich entsprechend auch Rücksicht drauf nehmen. Wir haben natürlich weiterhin Fokus auf handwerkliche Sachen, mhm, aber haben jetzt eben diese Kategorie eingeführt, um speziell auf diese Sachen Einfluss oder Rücksicht zu nehmen. Ja, wunderbar. Dann schauen wir mal, wer in diesen Sachen am besten performt hat. Starten wir mit dem dritten Platz obligatorisch. Wer ist es? Der Ali Abbas. Das eine oder andere Mal war er schon auf der Bühne und so ein weiteres Mal. Die Pokale zu Hause, die mehren sich. Ali, herzlichen Glückwunsch. Sein Pokal kommt schon. Ali, kurze Frage, wie viele 1000 Druckstunden hast du investiert? Laserstunden. Genau, Laserstunden. Laserstunden. Genau, es waren ungefähr, wie viel waren es? Gute Frage. Wie lang bin ich daneben gesessen und habe Pina Coladas getrunken, wie in der Laser gedruckt hat? Keine Ahnung. Ich glaube, es waren 200, 240. Irgendwas. 240, okay. Ja, weil es nicht nur die Laserei ist, es ist natürlich die ganze Designarbeit, ja, ja, die ganze Zeichnerei und dann zusammensetzen. Und erstmal mit Patrick Betz, BP Tools, haben wir ein Gerät entwickelt, womit ich die vier Säulen überhaupt herstellen kann. Und so kommen Stunden zusammen, ja. Genau. Ja, wunderbar. Dann schauen wir mal, was die anderen noch an Stunden investiert haben. Was zum Beispiel der zweite Platz an Stunden investiert hat, ist vielleicht die nächste Frage, die wir auf der Bühne stellen. Wer mag denn der zweite Platz sein? Stefan Ulrich. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Wir haben es ja hier auf der Bühne schon länger nicht gesehen. Es wird mal wieder Zeit. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dann erzähl doch mal, also du fliegst gern durchs Weltall, so ist das richtig, ja, oder? Genau, okay. Also da sind jetzt beim X-Wing, das sind ungefähr 1000 Stunden Druckzeit, weil der ist komplett 3D gedruckt, und dann Nacharbeitung circa 600. Also da ging schon einiges an Zeit rein. Oha, oha. Und die 1000 Stunden, waren das jetzt inklusive der misslungenen Drucke oder exklusive? Ich meine, glücklicherweise, ich habe das auf 3 Drucker verteilt, da ging relativ wenig schief. Also ich musste vielleicht 1-2 Mal was nachdrucken, aber ansonsten ging zum Glück alles noch gut. Ja, man merkt, du bist Profi, du machst das ja auch hauptberuflich, das Thema Case Modding, oder? Genau, ich bin jetzt seit 2018 ungefähr, mache ich das jetzt Vollzeit sozusagen, größtenteils für Promotion, für Firmen, zum Beispiel Intel, mit Marvel habe ich schon zusammengearbeitet, also das läuft jetzt schon ganz gut. Ja, sehr schön, so soll es sein. Wunderbar, dann gucken wir mal, bleibt hier bitte gerne auf der Bühne, wer den ersten Platz belegt hat. Yen Yu Wang, und das ist die weiteste Anreise auch gleichzeitig, aus Taipei hierher gekommen. Gerne kann der Dolmetscher mitkommen. Your colleague can come as well on the stage. Isn't he here? So, wir haben eventuell eine Sprachbarriere jetzt. Do you know where your mate is? Ah, there's your mate. He's filming, okay. Yeah, it's fine. Just come on the stage. So great to have you here. Thank you. First of all, how many hours did you spend on printing, etc.?
Okay, yeah, so total, wait, what? How many hours? Over 200 hours. Oh, that's very efficient. Oh, okay. Your competitors invest more. Yeah. Like the German way. Yeah. Yeah. Okay, great. And what is the concept of your case? Okay, so basically the name of the project was called Raphael, and Raphael is like an angel. But based on how we game now in our modern age, a support character is pretty much like the angel. So other than creating a hero, he created the hero's little bot. And ah, cool. That's where the Raphael comes in. And if you look closely, the wings on the side, the radiators, yeah, yeah. When you turn it on, they open up just like a little angel wing. Ah, that's great, yeah, yeah. And the TV stations today filmed it very often, and I think yesterday and the first day. Yes. Yeah. Yeah. A lot of media presents. Yeah. A lot of talking. Yeah, yeah. A lot of jokes. Yeah, it was fun. Yeah. And everyone's eyes like, whoa. Yeah. And we're like, yeah. So it was very nice. Everyone's very, very accommodating, and we love it here. Yeah, perfect. So let's do the photo then with the group of the winners. That's the jury. Oh, can I go down and film? Yeah, you can go. Yeah, we don't need a translator now. So yeah, the winners have to be in the middle always. Yeah. And we have to go to the middle. Thank you very much for the, yeah. Okay, die nächste Kategorie heißt tatsächlich so, wie die Meisterschaft heißt. Die heißt Case Mod, also Case Modification. Vielleicht da mal zum Background. Case Modification, damit fing alles an. Das ist der Umbau von Computergehäusen. Dann kamen neue Kategorien hinzu, weil immer mehr Anmeldungen kamen. Aber schauen wir mal back to the roots. Was ist genau überhaupt Case Mod und ja, worauf muss man da achten? Dann nehmen wir mal den Christopher als Interviewpartner. Ja, Case Mod, wie du schon dachtest, das sind so die... Wirklich die Anfänge. Gehäuse waren früher grau, ne, nicht schön, man konnte die Hardware nicht sehen. Und dann haben ja, die Leute angefangen, das zu verändern. Es gibt natürlich mittlerweile viel mehr Unterkategorien, aber so Case Mod ist so die Ursprungsdisziplin, würde ich sagen. Ja. Könnt ihr als Jury in Case Mod von der nächsten Kategorie Case Con überhaupt sicher unterscheiden, wenn ihr von außen drauf schaut? Also von der Ferne her ist es mittlerweile wirklich schwierig geworden. Da müssen wir dann auch schon mal wirklich unter die Haube gucken. Ne, bei der Zulassung zum Beispiel, da mussten wir dann auch schon mal rückfragen, weil auf den Bildern konnten wir da nicht eindeutig feststellen, was ist es jetzt. Ne? Was muss denn drin sein, damit es noch als Case Mod läuft? Tragende Gehäuseteile. Okay. Ne, sind dann eigentlich so gefordert. Also Main Mod Schlitten alleine würde nicht reichen oder wird er reichen? Schon, eigentlich schon. Ah ja, ich sehe schon, der Blick zum Juror, da wird also offensichtlich diskutiert bei solchen Fällen. Ja, wunderbar, dann schauen wir doch mal, wer in der Kategorie, in der Back-to-the-Roots-Kategorie abgeräumt hat. Wie sehen denn da die Gewinner aus? Stefan Blass. Und ich glaube, es ist nicht nur sein Werk, sondern... Da hat er noch jemand anders mitgewirkt. Da können wir gleich mal den Stefan zu fragen, ob da eventuell noch familiärer Support mit drin war. Ja, es gibt eine zweite Medaille. Das deutet schon noch was hin. Herzlichen Glückwunsch, Stefan. Ja, also da steht, glaube ich, noch ein zweiter Name mit in Verbindung mit deinem Exponat oder besser gesagt, vielleicht eurem Exponat. Ich wollte es gerade sagen, ausnahmsweise mal nicht mein Bruder, sondern die hat zwar auch mitgemacht, aber in erster Linie meine Tochter. Die hat halt mit 10 jetzt ihren ersten Computer gewollt. Ja, ein Shiny Evoli. Den hat sie natürlich gekriegt zum Geburtstag und hat dann 6 Wochen lang davor prinzipiell immer irgendwelche Teile vor die Nase gelegt gekriegt mit so Worten wie: Mach mal dies, mach mal jenes, kannst du das mal bemalen? Ja. Was brauchst du denn für Farben? Wie stellst du dir das vor? Und dann, ja. Ja, mega cool. Also Case Modding, du hast ja gerade deinen Bruder erwähnt, liegt bei euch offensichtlich in der Familie. Natürlich. Also inzwischen
Die Kleine hat einen diebischen Spaß schon seit 4 Jahren, hilft immer wieder mal, wenn sie darf. Und es wird Zeit. Die ist jetzt 10, wie gesagt. Das Kind braucht einen Computer. Ja, dann grüße sie einmal in die Kamera. Vielleicht guckt sie ja dazu. Reckt den Pokal in die Höhe. Sag's nochmal. Ich sag, kleine Maus, der ist für dich. Okay, dann schauen wir mal, wer auf Platz 2 es geschafft hat in der Case Modification Kategorie. Monia Reuter. Und wir haben wieder eine Frau auf der Bühne. Also das Case von Monia ist etwas, was Frauen generell mega begeistert. Also wenn man da steht und man sieht Frauen vorbeilaufen, sofort ist die Liebe da für dieses funkelnde, wunderbar kreierte Case Modification Exponat. Monia, herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt wollen wir mal wissen, was hast du da genau gebaut? Also es funkelt ja bis hierhin, was du da gebaut hast. Was genau ist das? Es ist ein TurboTech-Gehäuse, schneeweiß sieht man ja, mit ganz, ganz vielen Strasssteinen in hunderten von Stunden Arbeit. Also, ja. Kannst du ganz, ganz viele Strasssteine in eine Zahl fassen? Ich hab extra nicht nachgezählt oder das ausgerechnet. Ich glaube, ich wäre wahnsinnig geworden. Okay, aber es sind auf jeden Fall einige. Also es leuchtet quasi bis hierhin. Es waren locker über 300 Stunden Arbeit. Mit PC natürlich, auch Innenraum und so, aber Steinchen, das, ja, über 2 Jahre Arbeit. Also immer wieder dran gearbeitet. 2 Jahre, okay. Über 2 Jahre halt, über den Zeitraum. Wenn du da mal stundenlang wirklich am Stück dran saß, kannst du es irgendwann nicht mehr sehen. Ja, sehr gut. Also das heißt, du hast dann während der Corona-Zeit auch schon dran gearbeitet? Ja, ich durfte ja nicht arbeiten 10 Monate lang, weil nicht systemrelevant. Ja, okay. Und dementsprechend hatte ich halt Zeit. Ja, sehr gut. Also Corona was Schönes gebracht in dem Fall. Ja, naja. Okay, dann schauen wir mal, wer es auf den ersten Platz geschafft hat. Ali Abbas! Ali, komm zu uns auf die Bühne. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Ali. So, dein Pokal, da ist er. Ja, reck ihn mal in die Höhe. Also das ist ein wunderbares Comeback, was wir von Ali haben, denn ihn hatte da ein kleiner Schicksal oder eher gesagt großer Schicksalsschlag erlitten. Seine ganze Exponate, die er über die Jahre gebaut hat, ist durch einen unglücklichen, ganz schrecklichen Feuerunfall, seine ganze Werkstatt ist abgebrannt, hat er einen ganz großen Teil seiner Cases verloren und es ist wunderbar, dass wir dich jetzt hier wieder sehen können auf der Bühne. Und du in deiner Standardkategorie, die du so oft schon gewonnen hast, direkt wieder nach dem ersten Event, was wir nach diesem Unfall hatten, jetzt hier wieder abräumst. Also wirklich herzlichen Glückwunsch und macht dann mal das Gewinnerfoto, stellt euch mal in die Mitte. Und dann wollen wir gleich noch mal kurz hören, was du da gebaut hast. Aber erstmal machen wir das Foto. Alles im Kasten. Dann erzähl doch einmal noch mal kurz, was dein Konzept bei dem Case Mod war. Welche Case Mod war es nochmal? Der Alien. Well, ich habe sogar live ein Alien gebaut mit Monia. Und die ist leider mit meinem Lebenswerk abgebrannt. Ich weiß, es sind nur Computers. Aber, sorry, es stecken 13.000 Stunden mein Lebenswerk. Es waren über 15 Jahren und die standen alle bei Case King und die sind alle dort abgebrannt. Und das ist jetzt ein Tribute an zumindest einer davon. Und irgendwie, es fühlt sich an wie mein kleiner 30-Euro Wooden Warlock in 2010, weil es ist ein Neuanfang. Ich stehe noch. The art is dead. The memory will remain. But the artist is still alive.
That's a message to Case King. Ja, einen großen Applaus für das Durchhaltevermögen. Und das Wichtigste ist, du hast diese Rekorde alle erreicht und die kann dir niemand nehmen. Ja, viermal hintereinander hätte ich nie gedacht, dass ich es schaffe. Aber momentan bin ich emotional, ziemlich angeschlagen, aber danke. Ja. Ja, das hast du dir richtig verdient. Also nochmal bitte einen großen Applaus für Ali Abbas. Vielen Dank. Ja, sehr emotionale Momente. Es geht weiter mit der CaseCon-Kategorie. CaseCon hört sich anders als CaseMod. Was steckt dahinter? Wofür steht das Con, Bernd? Con steht für Construction, wie man sich vielleicht auch schon denken kann. Und zwar ist da halt der Hintergrund, dass die Basis von dem Gehäuse nicht wie bei CaseMod ein Seriengehäuse ist, sondern es muss eben komplett selbst gebaut sein. Okay, ja, dann schauen wir mal, wer komplett selbst gebaut hat und zwar am drittbesten selbst gebaut hat, nach Meinung der Jury. Oh, es war knapp. Das war knapp. Wer ist es geworden? Ja, da haben wir schon wieder ihn auf der Bühne. Herzlich willkommen nochmal von Taipei nach Leipzig zum zweiten Mal. Congratulations. Ja, wir gehen dann direkt auch zum Siegerfoto über. Fotograf ist startklar. Ich hoffe, sehen jetzt nicht. Sehr gut. Ja, wer hat den zweiten Platz gemacht in CaseCon? Ali! Kaum unten angekommen, bist du wieder oben. Herzlichen Glückwunsch, Adi. Ja, Adi, so schnell geht es, so füllen sich die Pokalreihen dann wieder. Das geht wahrscheinlich die nächsten Jahre dann auch so weiter. Ja, gehen wir zum ersten Platz. Was haben wir da? Nee, sorry, das Siegerfoto war natürlich noch. Einmal in die Mitte zum Siegerfoto. Ja, aber erstmal von deinem, von dir. Und der Pokal in die Höhe, ne? Das ist immer gut auf Fotos. So, dann alles im Kasten. Kein Widerspruch. Okay, dann schauen wir, wer hat den ersten Platz gemacht? Stefan Ulrich. Star Wars obsiegt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt stehst du schon wieder hier. Also, ja. Es hat sich gelohnt, Star Wars zu gucken, ne? Ja, vor allem, es hat sich auch gelohnt, wiederzukommen. Man muss ja dazu sagen, also wir waren das letzte Mal auf der DCMM 2017. Waren danach 5 Jahre Abstinenz in den USA, haben da eine Weile gelebt. Und das ist jetzt, ich muss natürlich auch dazu sagen, also wir sind seit 2015 auf der DCMM mit dabei. Haben mit Ali immer so eine richtig schöne Konkurrenz und jetzt endlich mal davor. Der geht nur, weil du mein PSU benutzt hast für deine richtig, Rede. Richtig. Hat sich gelohnt. Nee, ist schon, fühlt sich gut an. Ja, sehr gut. Das war der Kampf der Giganten. Diesmal ging er an dich. Ja, dann das Siegerfoto. Also einmal du in die Mitte. Genau, dann gehe ich, wenn du da gehst, gehe ich hin. Oder so. Nee, dann sind wir nicht gleich verteilt. Sorry. So ist symmetrisch. Ja, die Daumen sind noch nicht alle oben, also Pokale nach oben halten. Ja, ich glaube, jetzt haben wir es. Ja, wunderbar. Dann geht es auch gleich weiter mit der Kategorie LAN. Bei der LAN-Kategorie haben wir mal geschaut, was hier auf der LAN-Party so gezeigt wurde.
Und der Stefan war, ihr wart ja alle da letzten Endes, ne? Aber du kannst vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, was du so auf der LAN gesehen hast und ob das beeindruckend war, was aufgefallen ist. Also was man auf jeden Fall wieder gesehen hat, ist mit Desktop-Gehäuse wie Notebooks auf LAN. Das heißt, es gibt auch mehr Möglichkeiten, Sachen zu machen. Was man mittlerweile eigentlich hauptsächlich sieht oder viel sieht, ist natürlich Wasserkühlung. Das kann man sagen, so ist der Goldstandard und natürlich dann natürlich viele bunte Sachen. Ja, cool. Dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. Wir prämieren hier den Sieger direkt. Also wir kommen direkt zum Sieger, nicht zum dritten Platz. Dann schauen wir mal, wer da die LAN-Kategorie gewonnen hat. Und zwar, da sagt mir hier mein Zettel, Valentin Scherzer ist es. Ist er zufällig hier, der Valentin? Ja, da bewegt sich jemand. Herzlichen Glückwunsch, Valentin. Dann komm mal zu mir, bitte. Ja, Valentin, erzähl doch mal, was hast du da gebaut? Wie kamst du dazu? Ja, grundsätzlich, klar, auf einer LAN braucht man einen Rechner und der muss trotzdem stabil sein. Eigentlich fing es damit an, dass mein Rechner nicht hinter den Sitz von dem Auto gepasst hat. Deswegen musste er ein bisschen schmaler werden, Wasserkühlung sowieso. Und im Endeffekt ja, hat man Form Follows Function gemacht und dementsprechend ja, viele bunte Sachen. Plus ja, irgendwie muss die Form dementsprechend transportabel sein. Und ja, mittlerweile ist es sowieso wegen dem ganzen Wasser viel zu schwer. Aber ja, muss auch gut aussehen. Auf wie viele LANs warst du damit schon? Das ist tatsächlich ein Rechner, der steht ja, bis auf die drei LANs, die ich im Jahr besuche, immer in der Garage. Somit. Gute Frage. Also seit 6, 7 Jahren, dreimal im Jahr. Ja, das ist immer ordentlich was, ja. Ja, Case Money hat ja auf LAN-Partys angefangen, tatsächlich. Und insofern ist es schön zu hören, dass das auch so funktional weiterhin funktioniert. Auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist das auch, es war schön, dass ich jetzt hier alleine stehe, aber es ist auch schade. Auch vielleicht das nächste Mal an alle LAN-Gänger. Also da waren krasse Cases dabei. Traut euch. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, wir können halt von der Jury immer nur den nehmen, die sich angemeldet haben letzten Endes. Und wenn wir alle nehmen würden, dann sind die, glaube ich, mehrere Tage dran. Ne? So viel sind es. Ne? Aber heißt das jetzt, da ist eine Case-Modding-Karriere incoming? Muss man schauen. Ich habe tatsächlich auch ein Fun-Objekt nochmal quasi auf den Stand hingestellt. Resonanz war bis jetzt ganz gut, mal sehen. Aber Gehäuse hat man eigentlich schon immer angepasst. Wir haben LANs schon in den 90ern veranstaltet und da waren auch schon viele, viele Cases mit dabei. Ja. Und im Endeffekt, man braucht eben die Form, die muss eben der Funktion folgen. Ja. Deswegen, ja, mal sehen. Ja, perfekt. Okay, ja, dann machen wir das Siegerfoto noch. Genau. Stellen wir uns einmal hin. Ja, vielen Dank, Valentin. Bleib bei uns, wir machen nachher noch ein Gruppenfoto, also setz dich ruhig unten hin, aber danach holen wir dich nochmal auf die Bühne. Ja, jetzt haben wir hier schon einen Newcomer gesehen, der auch kommt aus den Reihen der LAN-Party-Teilnehmer. Schauen wir doch mal, es gibt auch die Kategorie Newcomer, wer dort gewonnen hat. Also die Newcomer-Kategorie heißt, wir schauen, wer war kaum, also maximal zweimal dabei, hat bislang noch nichts abgeräumt. Und jetzt tatsächlich was abgeräumt. Wer hat den dritten Platz? Da haben wir keine Balken, sondern die sind mir so reingegeben worden von unserer Regie. Wir haben auf dem dritten Platz Mielstein Hortensio. Herzlich willkommen. Kommt zu uns auf die Bühne. Ja. You can hold it a little bit longer. Ja, yeah, congratulations. So, dann schauen wir mal, wer hat den zweiten Platz gemacht. Da, glaube ich, haben wir eine kleine Alterssensation incoming, und zwar Jakob Seidel.
14 Jahre alt. Wenn man die Sorge hat, es gibt keinen Nachwuchs im Case Modding, dann ist das hier das perfekte Beispiel, dass das nicht wahr ist. Jakob hat es vielen gezeigt. Jakob, kommt uns rüber, herzlichen Glückwunsch. Ja, dann erzähl doch mal, was du da gebaut hast, und das gute Stück fährt auch noch. Ja, da habe ich einen Mähdrescher gebaut tatsächlich. Und was kann der Mähdrescher so? Der kann fahren und das Schneidwerk vorne, das dreht sich auch. Und kam das aus Eigenantrieb heraus oder wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu bauen? Ich bin einfach Fan der Landwirtschaft und brauche den PC und das habe ich dann gebaut. Ja, cool. Also das heißt, Landwirtschaftssimulator, das Spiel hast du schon mal gehört oder gesehen, so vage? Ja, spiele ich aktiv. Ja, das könnte man sich denken. Okay, ja, sehr schön. Dann schauen wir mal, wer auf Platz 1 es geschafft hat, in die Newcomer-Kategorie. Also Newcomer geht nicht nach Alter, sondern eben nach der Anforderung noch nicht teilgenommen oder maximal zweimal teilgenommen. Ja, und es ist Yen-Yu Wang nochmal. Die weite Anreise aus Taipei hat sich mehr als ausgezahlt. Congratulations. Come in the middle, please. We can proceed to the winning photo directly. Thank you very much. Okay, wir machen jetzt weiter. Mein Knopf im Ohr hat sich hier selbstständig gemacht. Wir machen weiter mit der Zuschauerwahl. Das heißt also, jetzt war die Jury die ganze Zeit dran und hat gesagt, wer ist hier der Beste in den einzelnen Kategorien, und wir haben hier nicht mehr viel stehen. Was da noch steht, das sind die Pokale der Zuschauerwahl. Heißt, die Besucher der Kaktus hatten die Gelegenheit, selbst zu sagen, was die spektakulärste Kreation ist. Und da war es völlig egal, ob es ein Case Mod, Case Con, CE Mod etc. ist. Was sieht cool aus? Was sah am spektakulärsten aus? Ja, und da schauen wir mal, wie abgestimmt worden ist. Übrigens, kleiner Fun Fact nebenbei: Wir hatten hier so viel Besucherandrang, dass wir am Ende keine Stimmzettel mehr hatten. Und dann musste unser Drucker daher halten. Und so ein Tintenstrahldrucker, der hat sich dann richtig überanstrengt. Ich glaube, der ist komplett fratzi jetzt. Aber wir haben alle Stimmzettel noch drucken können, die wir brauchten. Und die Jury hat ausgezählt, noch und nöcher Stimmzettel. Und dann schauen wir mal, wer die meisten Stimmen bekommen hat. Auf Platz 3. Wer mag da sein? Auch Jakob Seidel nochmal. Jakob, herzlichen Glückwunsch nochmal. Das hat sich ja auch für dich hier richtig gelohnt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dann machen wir weiter mit Platz 2 bei der spektakulärsten Kreation. Schauen wir mal, wer da die zweitmeisten Stimmen abgeräumt hat. Katrin Ulrich. Ein neuer Gast auf der Bühne. Komm zu uns, Katrin. Ja, der Ehemann war schon auf der Bühne und jetzt ist auch die Ehefrau auf der Bühne. Auch hier liegt Modden in der Familie. Herzlichen Glückwunsch, Katrin. Ja, erzähl doch mal, was du da so gebaut hast. Das ist, wie man auf dem Bild sieht, Thors Hammer. Und ganz klassisch, so wie es mag, hat es halt eine Wasserkühlung und schöne LEDs. Also offensichtlich ein Blickfang. Und ich glaube, da waren viele von der Idee begeistert, eben in so einen Hammerkopf einen kompletten funktionalen PC einzubauen. Ja, sehr cool. Und es waren wirklich sehr viele begeistert. Am zweitmeisten Stimmen. Und es war ja auch recht knapp. Also herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Auch an alle, die abgestimmt haben. Ja, mach gerne einmal das Foto, dein einzelnes Siegerfoto, Pokal in die Höhe. So, dann schauen wir mal jetzt, wer ist die spektakulärste Kreation geworden? Welches Case hat abgeräumt und gefiel den Besuchern am besten? War recht knapp, wie man sieht. Ein paar Stimmen Vorsprung gab es. Stefan Ulrich,
So haben wir sie komplett. Ist das nicht ein Traum? Das ist doch so ein Paar-Goal, oder? Couple Goals, ne, sagt man, oder? Da gab es auch den Kuss von der Frau, ja, sehr schön. Ja, Mensch, also das ist natürlich eine große Überraschung, dass, also das hatten wir wirklich jetzt noch nicht. Ich hatte ja gerade gesagt, wir hätten noch kein Live von dem Team aus Männern, Mann und Frau gehabt, aber das hier war jetzt zum ersten Mal, oder? Ich glaube ja. Das ja, war also, jetzt das allererste Mal, das tatsächlich. Das heißt, deine Frau war deine stärkste Wettbewerberin, ne? Weil nein, die hätte euch meine Frau mein größter Fan und ich bin der größte Fan meiner Frau. Also es ist ja so, muss man ja sagen. Ja, genau. Ja, genau. Und ihr habt natürlich, jeder hat die Möglichkeit, mit den Besuchern ja auch zu sprechen. Ja. Und ihr habt sicherlich es immer so gemacht, dass du den Thors Hammer empfohlen hast und sie den X-Wing, oder war das dann auch schon direkt so ein Stechen? Alle Stimmzettel, die ich ausgegeben habe, die waren auch schon vorausgefüllt. Ja, das ist sehr schlau, ja. Deswegen waren die immer gleich geschrieben, die Zahlen, richtig, ne? Richtig. Ja, stimmt. Ja. Okay, ja, hat sich ja offensichtlich gelohnt, ja. Ne? Nein, es war auf jeden Fall super. Also es war extrem viel, eigentlich für alle Computer, die da waren, sehr, sehr positiv aufgenommen. Also extrem viele Fragen. Am Ende vom Tag waren die Stimmen auch immer weg. Also es hat schon einen schönen Andrang gegeben und freut mich natürlich, dass ich nicht nur die Jury zum Teil überzeugen konnte, sondern auch die ganzen Zuschauer hier. Ist schon toll, ja. Was waren denn so die typischen Fragen, die gestellt worden sind? Immer die klassische Frage ist natürlich immer, wie viel Zeit? Beim X-Wing in der Größe, ich meine, der ist 1,70 auf 1,70, war die erste Frage immer, warum? Wo steht der? Ja. Warum so klein, richtig? Den kann man noch größer machen. Ja, korrekt. Was kostet das? Ja. Und das ist so der Klassiker immer. Hast du auch noch ein paar Antworten? Und die Fragen machen ja schon Sinn, wenn man sie so hört. Ja, genau, ja, ich habe schon vorhin gesagt, 600 Arbeitsstunden, 1000 Druckstunden. Ja, er steht bei uns im Wohnzimmer. Neben einem Dalek und noch drei weiteren Computern. Kostet, sag ich nicht. Also kann man nicht bemessen im Endeffekt. Ja, also bei der Zeit, die da reingegangen ist, ne, also da musste der Taschenrechner schon ein bisschen rechnen. Ja, sagen wir mal so, wir bewegen uns da im mittleren fünfstelligen Bereich. Ja, zu Recht. Ja, wunderbar, dann machen wir doch mal das Siegerfoto der Kategorie Spektakulärste Kreation. Ja, Applaus, gerne. Also, ich glaube, das haben die Sieger verdient. So, jetzt machen wir folgendermaßen weiter. Ihr bleibt bitte direkt hier, weil wir machen jetzt ein Gruppenfoto mit allen Teilnehmern. Wir möchten also auch alle, die noch keinen Pokal haben, alle auf die Bühne. Natürlich auch die mit Pokal. Bringt eure Pokale auch mit. Wir möchten jetzt alle von euch oben haben. Und wer keine Medaille hat bislang, weil er noch keinen Pokal hat, der kriegt jetzt seine Medaille, in das Teilnehmen hier und die Zulassung ist ja auch schon ein Erfolg. So, wer hat denn noch keine Medaille? Von rechts kommt keiner. Ja, schon ordentlich Medaillen im Rennen. Naja, die Jury macht ihre Aufgabe perfekt, die verteilt schon fleißig. So, jetzt müssen wir uns so halbwegs mittig hier auf dieser Bühne platzieren. Das sieht aber schon ganz gut aus. Wir könnten noch ein bisschen den Überhang nach links von rechts nach rechts verschieben. So, sind alle drauf? Haben alle Medaillen? Nee, noch nicht. Da sehe ich noch fehlende Medaillen. Hier sind noch welche. So, jetzt haben wir gleich alle, ne? Ja, ihr könnt schon mal eure Gelenke ölen, denn jetzt heißt es recken und strecken die Pokale bitte nach oben und haltet sie lange, dass auch wirklich jeder hier sein Foto machen kann. Und für die gerade kein Foto machen, bitte die Hände nutzen für einen Riesenapplaus. Ja, das ist der Dolmetscher. Alles gut. Ja, immer weiter hoch die Pokale. Es ist nicht so, dass das jetzt schon fertig wäre. Also hoch und wir können theoretisch hier noch 6 Minuten stehen und Pokale halten. Wir sind nämlich super in der Zeit. Von daher überhaupt kein Stress.
jeder Fotograf, jeder Videograf kann hier seine perfekten Aufnahmen machen. Aber wir sind nicht so wirklich symmetrisch. Könnt ihr dann noch hier rüberkommen? Hier die Drehe 3, genau. Dann sind wir ein bisschen symmetrischer hier. Genau, geht hier mal hin. Das sieht auch jetzt schon viel symmetrischer aus. Sehr gut. Also nochmal hoch, der gleiche Spaß von vorne. Ja, bei der Gelegenheit einmal ein Riesendank. Einerseits an die Regie, die hier uns hier wunderbar gecovert hat. Man hat hier die Bildschirme gesehen, viele Kameras im Einsatz. Aber auch ganz wichtig, Dank an unser Orga-Team, die im Hintergrund für ein reibungsloses Event gesorgt haben. Ist natürlich immer ein Riesenkraftakt, das zu organisieren, was dort dann steht. Also vielen Dank an unser Projektteam auch an dieser Stelle. Ja, wenn soweit alle Fotos im Kasten sind, ich habe ganz viele Daumen gesehen aus den Reihen der Fotografen, dann haben wir es. Also, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit bei der Siegerehrung zur 20. internationalen deutschen Casemod-Meisterschaft. Das Programm hier geht, glaube ich, im Anschluss direkt weiter. Wir haben jetzt 55, 56, ich glaube, um genau voll geht es hier weiter. Insofern kurze Verschnaufpause für ein Käffchen. Moment. Da hat noch jemand was. Ja. Okay. Also, stellvertretend für alle Casemodder, die jeweils bei der Deutschen Casemodder Modding-Meisterschaft dabei waren, seit 2002. Das sind eigentlich 22 Jahre. 2 Jahre sind natürlich ausgefallen. Corona Umzug von Corona und natürlich Umzug von Köln hier nach Leipzig. Aber 20 Jahre, das ist schon eine Hausnummer. Und auf die nächsten 20 Jahre, in 2010 habe ich angefangen zum ersten Mal hier teilzunehmen. In 2011 habe ich ein Trophy gebaut. Es schaut sehr grob aus, wenn ich es jetzt anschaue. Also meine Qualität hat sich Gott sei Dank verbessert. Aber jetzt stellvertretend für alle Casemodder. Alle haben es unterschrieben. Ah, das ist super. Die Juristen und alle, die mitgewirkt haben. Ja, mega. Glückwunsch zu 20 Jahre DCMM. Ja, vielen Dank. Ja. Jetzt habe ich ja sogar auch noch was in der Hand hier. Ja, also die DCMM-Tafel, die erster Platz. Ja, danke. Die steht bei uns im Office und das wird auch einen ganz tollen Platz bekommen. Ich glaube, das geht direkt in den Eingangsbereich, dass jeder Gast sofort weiß, was hier in 20 Jahren an Casemoding-Kreativität geleistet worden ist. Ja, vielen Dank dafür. Bitte schön. Ja, so, jetzt können wir, glaube ich, die Regie in die nächsten Programmpunkte entlassen. Vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit. Es war wieder eine Ehre, hier zu sein und ich hoffe, wir können das auch noch viele Jahre fortführen. Vielen Dank.